Starten. Jo. Heute Local Water. Und wie ihr wisst, ist Wasser als Sportler einfach essentiell und das Beste, wenn du ein richtig hartes Workout hinter dir hast. Und wir reden natürlich total oft von veganer Ernährung. Dabei ist Wasser mit so das Allerwichtigste, denn ohne Wasser können wir keine 3 Tage überleben. Und wie wichtig Wasser tatsächlich ist, nämlich dass es rein sein soll, dass es optimal unsere Giftstoffe lösen soll und natürlich, dass es schnell und kostengünstig in der Superqualität vorliegen soll. Da habe ich mich auf die Suche gemacht und bin hier in Hamburg, musste extra nach Hamburg kommen, zu den Jungs von Local Water, und da haben wir auf einmal den Christian hier. Servus, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und ja, jetzt sag mal ein bisschen, was ist Local Water und was hat es für Vorteile? Ja, also wir sind vor vielen Jahren, haben uns auf die Reise begeben und wollten herausfinden, was eigentlich gutes Wasser ist. Und man kann wirklich sagen, dass wir uns in der ganzen Welt umgeschaut haben und ja, irgendwann doch dann wieder in Deutschland zu einem guten Ergebnis gekommen sind und hier eine Filtertechnologie anbieten, die über 12 Gutachten verfügt und wirklich das verspricht, was sie dann auch ja, leistet sozusagen. Und ja, dass man für 49 Euro im halben Jahr sind die Kosten, ja, und dafür kann man ein halbes Jahr lang Wasser selber herstellen und das ist Heißt, garantiert frei von ja, diversen Schadstoffen wie ja, Glyphosat zum Beispiel, Herbizide, Pestizide, etc. krass. Und, ja. Also normalerweise latsche ich in den Supermarkt, hole mir 2, 3 Kästen Glasflaschen oder vielleicht noch schlechter Plastikflaschen sozusagen, zahle 50 bis 1 Euro, 50 Cent bis 1 Euro für einen Liter sozusagen. Und hier kriege ich für 49 Euro, Das ist also für ein genau. halbes Jahr aus der Leitung, richtig Richtig. sauberes Wasser. Krass. Genau. Und das geht Also, mit solchen Filtern hier. ja, genau. Also ein Thema, wenn man sich mal vor Augen hält, dass pro Minute über 33.000 Plastikflaschen alleine im Mittelmeer landen. Ja? Das ist halt auch ein Grund mit dafür, dass es so Local Water gibt. Und ja, da gibt es halt einfache Antworten und das sieht man hier teilweise. Und wir freuen uns natürlich sehr, Christian, dass du hier vorbeischaust und dass wir das mal präsentieren können. Und das ist ja auch unsere Idee, das möglichst vielen Menschen näher zu bringen, ja, wie einfach es ist, wirklich sich ein Wasser höchstmöglicher Qualität selber zu Hause Wie herzustellen. funktioniert es jetzt? Das ist so ein Aufbaufilter sozusagen, den man an eigentlich jeden Wasserhahn anschließen kann. Man schraubt hier den Perlator ab, hier ist momentan keiner mehr dran. Und dann gibt es hier diesen Adapter sozusagen, den man hier dran schrauben kann. Manuel, warum ist das gerade nicht? Aber ist ja auch egal. Theoretisch hat man hier die Möglichkeit, genau, super, zeigt das doch mal einmal ganz klar. Ja. Das ist, ups. Also ich kann quasi ohne handwerkliche Fähigkeiten, kann ich da quasi Also das Ding wirklich, das anschließen, ist oder was? so, jeder wird in der Lage sein, diese Wasserfilter zu installieren bei sich zu Hause. Und da gibt es einmal diese Auftischvariante. Geht Ist wahrscheinlich hier. andersrum hier rein Ja, dann. warte mal, genau. Andersrum drehen, glaube ich. Ja. Das ist natürlich ein perfekter. Echt eine Nummer. Naja, hier, Kameramann, was du machst. So. Manuel, probierst du das doch mal ganz kurz. Sehr gut, so. Ja. Easy. Genau. Ja. Und dann kann man im Prinzip das Ding hier dran schrauben. Ja. So. Und dann hat man den hier sitzen und dann kann man im Prinzip das Wasser anmachen. Hier ist jetzt kein Wasser draufgeschaltet und hier mit dem Umschalter läuft das Wasser hier durch den Filter durch und hier kommt dann das gefilterte Wasser raus. Wenn man es wieder umschaltet, hat man hier das normale Wasser. So. Crazy. Ja, und das Ding kann man im Prinzip überall auch mit hinnehmen. Es ist jetzt irgendwie nicht riesig groß Also und in 2 Minuten habe ich das Ding angeschlossen und habe sauberes Wasser. genau, ja. Krass. Wenn man Krass. Ohne Zusatzkosten. Ich muss ja nicht mal meinen Hahn ersetzen, richtig? Exakt, richtig. Wahnsinn. Also man kann sagen, 8 von 9, 8 von 10 Hähnen ungefähr, die sind da kompatibel. Und eine andere Variante ist halt hier, wenn man so eine Untertischvariante nimmt, also einen Unterbau, dann hat man halt auch gar nichts mehr hier oben in der Küche irgendwie noch rumstehen, sondern das Ding wird einfach zwischen die Kaltwasserleitung geschraubt, ja, und dann filtert man so ein komplettes Kaltwasser, kann das dann noch ergänzen mit Spezialhähnen, muss man aber nicht. Und Aber geht es dann auch schnell raus? Also, wie ist der Durchfluss? der ist nicht so hoch, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also man Weil es kriegt läuft ja durch dieses, den Filter hier, ne? genau, ja, Also muss ja auch also irgendwie gefiltert genau, werden. so.
Das Besondere an dieser Technologie, die wir hier verwenden, ist halt auch, dass sie garantiert bakteriensicher ist. Ja? Das kommt daher, dass die Poren, wo das Wasser durchläuft, es sind Millionen von Poren in so einer Filterpatrone, die sind kleiner als Bakterien groß sind. Ja? Das heißt, die kommen gar nicht durch. Ja? Die stehen vor so einer Tür und das heißt, dieses Produkt ist auch garantiert bakteriensicher. In einigen Fällen haben wir auch in Deutschland sogar Bakterien zeitweise im Wasser. Brauchen Sie auch keine Gedanken machen. Aber ich persönlich, wir nutzen es wirklich, um das Thema Medikamente, Herbizide, Pestizide, etc. da wirklich garantiert frei von zu sein und natürlich keine Plastikflaschen oder auch keine Wasserflaschen, Wasser nicht mehr transportieren zu müssen und immer verfügbar zu haben. Ja, und schmeckt lecker. Also ich habe jetzt hier schon in ein paar Minuten das halbe Ding weggemacht und jetzt, wir haben auch solche Blobs noch, die finde ich ziemlich geil. Also wenn ich jetzt mal echt keine Lust mehr habe auf diesen langweiligen, normalen Wassergeschmack, kann ich hier jetzt quasi irgendwie Ingwer-Shots noch mit reinmachen, oder? Genau, in dem Fall ist das jetzt Kurkuma hier, was wir dort haben. Das ist ein Kurkuma-Liquid. Ja. Ja? Also Kurkuma ist ja nicht wasserlöslich. Und hier über dieses Verfahren, ein rein natürliches Verfahren, haben wir dieses Kurkuma nicht nur sehr lecker gestaltet, sondern ja, wir droppen einfach mal hier zwei, ein bisschen Tropfen rein. So, sieht schon fancy aus. Christian, nimm mal die Flasche, mach sie mal bitte zu. Ja? Und der schöne Effekt ist eigentlich jetzt hier, dass mit dem Schütteleffekt, ja, wie diese drei, vier Tropfen, die ich da reingesetzt habe, lösen sich jetzt in Millionen kleinster Tropfen auf. Ja? Wow, so. Guck dir das an, ey. Ja. Voller Disco-Effekt. Ne? Also, das ist auch ein gutes Bizeps-Training übrigens hier, wenn du richtig gut shaken kannst. Ne? Also hier ist der Broccoli, hat wieder so ein Workout heute gemacht. Ich hole uns mal kurz zwei, drei Gläser hier, dann können wir das Das riecht schon richtig, ja? Richtig lecker. Mein lieber Schal. Übrigens sehen die Flaschen hier auch richtig, richtig sexy aus. Ne? Also sowas hier eben auch mitzunehmen, finde ich, macht schon richtig was her. Und diese Y-Kampagne, die müssen wir uns nochmal vor Augen führen, was die nämlich bedeutet. Aber ich jetzt einfach mal... Oh, es riecht wie Limo. Riecht echt wie Limo, richtig cool. Also, probier mal hier. Mhm. Also, dass dann sowas wie hier Kurkuma dann auch noch gut schmeckt im Wasser, ist echt eine geile Hausnummer. Also, da werden wahrscheinlich eben auch noch weitere Sachen folgen. Und dann haben wir hier eben auch noch so, so schöne Sachen. Also, das heißt, ihr verkauft letztlich eben auch mit die Verpackung sozusagen, ne? Also dass ich mich darum auch nicht mehr kümmern muss. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir auch den Wunsch hatten, Wasser trinken auch ja, etwas sexy zu machen. Genau, richtig. Ja, ne? So. Und was dein Eindruck? Ne? Auch mit diesem schönen Orangengeschmack, er ist ein bisschen Orangenöl dabei, also es schmeckt ein bisschen wie Fanta. Ja, so ja genau, es riecht doch so. Nur also halt Gesundheit schmeckt. Volle Gesundheitspower sozusagen. Mhm. Und das ist auch super aufnehmbar vom Körper, oder? Weil der Kurkuma normalerweise ist es ja schwierig in der Conversion. Genau. Richtig. Und das habt ihr dann improvisiert? Also quasi jeder einzelne Tropfen, man sieht das hier, es sind Millionen jetzt, ist mit einer kleinen Schicht von MCT-Öl aus der Kokosnuss ummantelt. Und da der Darm, die Zotten im Darm sich gerne von Fett ernähren oder in erster Linie Fett aufnehmen, wird es so in die Blutbahn transportiert und ist halt extrem bioverfügbar und wird dahin transportiert, wo man es braucht. Ne? Und also ich habe quasi mit diesem gesunden Trink hier zweierlei. Ich habe einmal reines Wasser, ich habe noch dazu ein Superfood aufgenommen, das mir Energie gibt, Kurkuma, und es wird super hoch aufgenommen sozusagen. Ich habe die Umwelt geschützt und ich habe diese ganzen negativen Effekte wie Herbizide, Pestizide und auch Glyphosat, was natürlich ein Riesenthema ist. Ja. Ich würde wirklich rate jedem, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, Kurkuma, auch gerade im Sport. Ja? Also wie ist die Regeneration auch fördert nach einem Krafttraining oder nach einem intensiven Ausdauertraining irgendwie. Durchaus so eine Flasche hier mit 5 Tropfen mal nehmen, ja, also überhaupt Kurkuma, wie auch immer man sich zu sich nimmt, aber wird Wunder, ja. So. Ja, bist du sogar Handballer als Profi-Handballer als. Ne? Genau, so ein als Partner dabei ist hier der Yogi Bitter, der immer noch hier Handball-Weltmeister etc. ist, der auch mitentwickelt hat. Hier auch die Sporthochschule Köln haben wir dabei, die das mit testet sozusagen. Mega. Und das ist wirklich toll und einmalig. Und da kommen noch ein paar neue Sachen demnächst und Also, das Local Water eben viel mit Sport zu tun hat, sehen wir auch hier an den hier geilen Aufbewahrungsschränken und sind hier wirklich in einem geilen Hamburger Office, kümmern sich darum, dass die Welt nachhaltig bleibt
und sauber bleibt sozusagen. Und denk dran, dass natürlich eben auch ein großer Bewusstseinsschub mit sich bringt. Denn wenn du deinen Körper rein hast mit sauberem, reinem Wasser, dann sind auch deine Gedanken rein. Und dann hast du natürlich ein reines Bewusstsein, nicht nur der Umwelt gegenüber, sondern auch dir gegenüber, deiner ganzen Gesundheit gegenüber und vieles, vieles mehr. Und vergessen wir eben, wie gesagt, nicht, dass Hydration im Sport absolut notwendig ist und wir Wasser brauchen, um Giftstoffe abzutransportieren, die auch leider in der veganen Ernährung mittlerweile mit drin sind. Also von daher, ich kann das Thema nur supporten. Und wenn du dich mit dem Thema Wasserfilter beschäftigst, sollst du die Jungs auf jeden Fall mal anschauen. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja, ein sehr gut. Gut.